Herzlich willkommen zu Fallout 3. Ich befinde mich wieder in Gerdershade, wo wir die letzte Folge verbracht haben. Und von hier aus wollen wir uns auf den Weg machen Richtung Vault 112 im Sinne der Hauptquest, um unseren Vater zu finden. Aber bevor wir uns so richtig auf den Weg machen, möchte ich euch noch zwei Dinge zeigen, die mir im Off noch aufgefallen sind, die ich gesehen habe, zufällig mehr oder weniger. Und zwar zum einen meine Statistik im Bereich Allgemein. Mein sehr passender und schöner Titel, den ich mittlerweile erworben habe, das fleischgewordene Böse. Ich find's so geil. Ich bin das fleischgewordene Böse. Das Böse an sich. In Menschengestalt. Ich find's super. Freut mich sehr. Also ein sehr schöner Titel, den ich auch gerne behalten würde. Ich weiß gar nicht, ob es da noch mehrere gibt, ob sich das noch weiter steigert. Aber den finde ich auf jeden Fall schon mal sehr geil. Ja, und dann, ich war gerade schon darauf, und zwar hier. Ich weiß nicht, irgendwann neulich ist uns ein Yaogwai begegnet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Yaogwai heißen, also mit UA. Und ja, als ich das Zeug aus dem Inventar eigentlich rausräumen wollte, ist mir dann aufgefallen, dass ich hier ein Stück Yaogwai-Fleisch habe. Und ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass mir ein Yaogwai begegnet ist. Aber auch das finde ich irgendwie sehr schön. Also hier ein kleiner Vertipper, der mir auch durch Zufall aufgefallen ist. Ich hoffe, ich laber da jetzt keinen Blödsinn. Die heißen doch eigentlich Yaogwai, oder? Aber Yaogwai finde ich auch schön. Ein Yaogwai-Fleischstück habe ich also hier noch im Inventar. Okay, gut. Das so viel dazu zu wichtigen, witzigen Entdeckungen, die ich im Off gemacht habe, die mehr oder weniger lustig sind. Wir ziehen auf jeden Fall weiter Richtung Nordosten. Und ich laufe mehr oder weniger straight darauf zu und habe schon was Rotes im Radar, auf dem Schirm. Auf dem Schirm habe ich etwas Rotes. Oh, was ist das? Ah, ein Ratskorpion. Ah, ein Ratskorpion! Und was habe ich überhaupt in der Hand? Ich glaube, die 10 mm habe ich schon wieder ausgerüstet. Jawohl! Aber die hat auch gut funktioniert. 10 mm Maschinenpistole hatte ich da am Start. Und die hat beste Arbeit geleistet. Wunderbar. So, ich sehe schon im Nordosten, dass da eine Markierung ist. Also ein Ort, den ich noch nicht entdeckt habe. Ich hoffe einfach mal, dass das schon Vault 112 ist. Und nicht noch ein anderer Ort. Aber das da, sieht das nach einer Vault aus? Moment. Oh, da unten. Ach, guck mal, ist das nicht ein Yaogwai? Ich wollte gerade eben noch sagen, wie passend wäre das, wenn jetzt noch ein Yaogwai kommt. So, die heißen wirklich Yaogwai. Was ist denn da los? Ich dachte, die heißen Yaogwai. Oder sind das andere Tiere? Was ist denn jetzt los? Ich bin total irritiert gerade. Hießen die nicht anders? Ich dachte, die hießen anders. Oh mein Gott, es ist wirklich ein Yaogwai. Ist das normal? Soll das so sein? Ich weiß es nicht, aber ich knall ihn ab. Ich knall ihn ab, den Yaogwai. Okay, tot ist er. Tot ist er. Und noch ein Stück Yaogwai-Fleisch. Warte. Nein, okay. Alles gut. Alles gut. So, wir ziehen weiter. So, ich musste gerade kurz... Ich habe gerade einen kurzen Cut gehabt, weil mein Hund, also mein echter, richtiger Hund... gerade ja, sich leider übergeben musste. Kommt vor, Hunde kotzen auch ab und an. Und das hat er gerade in der Küche getan, deswegen musste ich da mal kurz aufwischen. Ah, da ist wieder einer. Noch ein Yaogwai. Ich bin echt irritiert. Ich dachte... Ich bin richtig irritiert gerade, weil ich dachte, die würden UAI geschrieben werden. War das nicht so? Vertue ich mich da gerade so sehr? War das schon immer so? Hießen die immer schon Yaogwai? Ich dachte, die werden anders geschrieben. Hier stimmt doch irgendwas nicht, oder? Vertue ich mich da gerade so sehr? Ich war davon überzeugt, dass die Yaogwai heißen. Also mit UAI. Ich bin total irritiert gerade. Jetzt heißen die wirklich alle anders. Was? Ist da noch einer? Was ist denn hier los? Da ist noch einer, tatsächlich.
Ja, aber auch hier dasselbe. Gaui. Jau, Gaui. Das hieß doch vorher nicht so, oder? Das hieß doch anders. Die hießen doch nicht so. Ich bin richtig irritiert gerade. Soll das so sein? Ganz kurios, ganz kurios. So, naja, auf jeden Fall... Oh, was ist das? Smith Cassies... Was? Cassies Garage? Irgendjemandes Garage? Ich wollte zu keiner Garage. Ich wollte zu... Nee, wo ist die? Hier. Ach so, aber das ist... Nee, das scheint aber... Ah, das scheint vielleicht doch der richtige Zugang zu sein. Smith Cassies Garage. Okay, vielleicht ist hinter der Garage tatsächlich der Eingang zu Vault 112. Das wäre gar nicht mal so ungewöhnlich, denn ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich habe mir zum Beispiel mal einen alten Luftschutzbunker oder einen alten Bunker angeschaut, der auch hinter einer Garage war. Also das sah von außen einfach aus ganz normal wie eine Garage. Und wenn man die aber geöffnet hat, dann befand sich dahinter ein Bunker. Oh, da vorne ist ein Zelt. Und da ist auch irgendetwas Unhöfliches. Irgendwo wird da geschossen. Ich gehe mal dahin. Na, auf jeden Fall befand sich der Bunker hinter einer Garage. Also war als Garage getarnt und war auch nicht zu erkennen, bis man wirklich drin stand. Ein Wachbord. Ein Wachbord. Ich will auf den Kopf. 95% ist doch super. Nehme ich. USA. USA. Ist er gerade gesprungen oder war das, weil er gerade gestorben ist? Oh, da ist noch jemand. Halt, wer bist du? Wer ist das? Ah, Raider. Okay, Raider. Mist, hätte ich den Wachwort mal stehen lassen sollen, damit der sich um die Raider kümmert vielleicht. Naja, okay, damit werde ich fertig. Hoffe ich. Wenn ich treffe... Oh, hinter mir explodiert irgendwas. Ah! Komm schon. Du Raider-Krankheit. Ah. Mann! Boah! Alter! Was? Ach, war das der Wachbot? Die explodieren ja, die Dinger. Dammit! Ich bin übelst verwundet! Übelst verwundet! Na! Officer down! Nein, ich bin ja nicht das Böse! Das Böse ist verletzt! Ist da jetzt noch einer oder nicht? Nee, ist keiner mehr. Oh, das war aber... Das war heftig jetzt. Okay, da sind wahrscheinlich... Da ist der Wachbot wahrscheinlich und die... Fahrzeuge. Obwohl der Wachbord gar nicht. Es sind eigentlich nur die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge sind explodiert, wie es aussieht. Okay. Wo war ich? Hier ist doch noch jemand. Was ist denn hier los? Jetzt mach doch keinen Unfug. Oh, und ich sollte mich mal heilen. Wer ist denn da hier jetzt noch? Ich sehe gar nichts mehr. Hier ist noch jemand. Ein Raider. Doch ein Raider. Da kannst du dich jetzt ducken. Hier ist nichts mehr mit ducken. Einmal Raider, immer Raider und im Arsch Raider jetzt. Entschuldigung. Mann. So, haben wir es jetzt? Also, nochmal zurück zu der Geschichte. Ja, wie gesagt, also ein Bunker bin ich auch drin gewesen, der zunächst nicht als Bunker zu erkennen war. Der war einfach hinter einer Garage. Der war als Garage getarnt. Und eben bis man wirklich drin stand... hat man auch nicht erkannt, was es wirklich ist. Von daher halte ich das gar nicht für unwahrscheinlich und ich nehme an, dass dort der Zugang zur Vault 112 sein wird. So, ohne Powerfaust. So, jetzt schauen wir uns erstmal das Zeug hier an, was wir hier gerade uns erkämpft haben. Außerdem muss ich unbedingt mal gerade ein bisschen Heilung einschmeißen. Was haben wir denn da so am Start? Schauen wir mal, aufbereitetes Wasser zum Beispiel. Achso, ich sollte ja... Nee, ich muss ja die verkrüppelten Körperteile erstmal wieder... Wir initiieren uns mal wieder ein Stimpack mitten in die Birne. Wenn das irgendwie... Kriege ich das hin? Körperteile, genau. So, in den Kopf. Ein Stimpack, bitte. Das finde ich immer besonders schön, die Vorstellung. Und ins rechte Bein bitte auch noch ein Stimpack. Na, also geht doch. Da sehen wir doch schon wieder immer noch nicht glücklich aus, aber schon ein bisschen besser. So, und dann nehmen wir ein paar Blutpakete, werfen uns einfach einmal. Was haben wir denn? 285 von 360, 305, so, 325. Also die Blutpakete, genau, Trefferpunkte plus 20 steht auch da. Hätte ich jetzt gar nicht rechnen brauchen, hätte ich einfach nur lesen müssen. Aber okay, wer zu faul ist zum Lesen, der rechnet halt. Oder so. Okay, so, haben wir hier noch, hier sind noch mehr Kisten, guck mal eine an. Metallkiste. Achso, die war sowieso leer. Hier ist noch was drin.
Eine Kamera und ein Kampfmesser. Okay. So, wo sind denn jetzt die ganzen Typen, die hier... Hier waren doch eben zwei Stück mindestens. Zwei Stück bräuchte ich eigentlich. Zwei Raider hatte ich gesehen. Jetzt weiß ich aber nicht, wo die liegen. Ist hier... Nee. Der war schon tot. Aber ich könnte mal hier die Kisten mir anschauen. Leer. Das nehmen wir mit. Das ist auch leer. Hier waren doch zwei Raider, oder? Oder mindestens einer, wenn der andere dahinter, da hinten hingelaufen ist, wo ich ihn dann getötet habe. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das war jemand anderes. Hier müssten eigentlich zwei tote Raider liegen. Oder die haben sich bei der Explosion direkt komplett in Luft aufgelöst. Das glaube ich aber irgendwie eher nicht. Oh, was haben wir denn hier für ein lustiges Schild? Danger, very high radiation levels. Radiation levels, clean up in progress. Also sehr hohe Verstrahlung. No entry without personal dosimeter and hazmat clearance. Was auch immer, ich habe es wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, weil ich auch nicht weiß, was es für Worte sind. Auf jeden Fall irgendeine Ausrüstung, die man braucht, um den Bereich zu betreten. Was ist, was steht hier? Limits may be reached in 5 seconds. Okay, nach 5 Sekunden erreicht man schon, keine Ahnung, eine kritische Dosis wahrscheinlich. Und hier waren irgendwelche Lichter, die das signalisiert haben. Okay, interessantes Schild. Habe ich bis jetzt sonst noch nirgendwo gesehen. So, was mich aber gerade nervt, sind die verschollenen Raider, die ich eigentlich legitimerweise jetzt looten müsste. Looten können müsste. Die aber verschwunden sind. Das ärgert mich mal wieder. Okay, dann schauen wir noch hier in die Metallkisten. Metallkisten, Metallkisten, Munitionskiste. Gleisnägel, yeah! Ich habe aber noch kein Gleisnagelgewehr. Oder Gleisnagel-Verschießungsgedönse-Waffe. Irgendwo muss ich das noch herkriegen. Beziehungsweise mindestens den Bauplan dafür. Ich meine nämlich, ich hätte davon schon gehört. So, Metallkiste. Gib mir mal das ganze Zeug. Das ist leer. Okay, gut. Dann können wir uns wieder auf den Weg zurück zur Garage. Da oben läuft doch jemand. Ach so, oder war das so ein... Ist das ein Radioroboter? Nee, da läuft jemand. Hier läuft doch jemand. Wer bist du? Ach, ein Sammler. Ein Sammler. Und jetzt habe ich auch gerade gesehen, hier liegt mindestens einer der Raider. Den habe ich gerade schon mal gesehen, aber wo ist der zweite? Es waren doch zwei, soweit ich mich erinnern kann. Weiß ich jetzt nicht, aber ich muss den Sammler... Ah, wo ist er hin? Sammler! Da, er kommt schon wieder auf mich zu. Da drüben fliegt, glaube ich, so ein... Ja, ein Augenbot. Okay, der interessiert mich aber gerade nicht. Mich interessiert mehr der Sammler. Was darf's denn sein? Was hast du denn so? Bieten Sie irgendwas zum Verkauf an? Bitte Haarklammern, bitte Haarklammern, bitte. Bitte. Ein paar Sachen habe ich schon. Was denn für Sachen? Nichts mit Haar. Ach Mann. Oh, eine Minigun hat er und einen Raketenwerfer. Direkt mal. Okay. Schön, was er da so mit sich schleppt. Mentats. Ach Mann, ist das doof. Ja, okay. Ich kann mit dir nicht viel anfangen. Wie schade für dich. Tschüss. Richtig. Tschüss. Aha. Oh, der ist ja widerstandsfähiger, als ich dachte. Stirb halt. So. Oh, ich habe Karma verloren. Das ist ja ein Ding. Ein chinesisches Sturmgewehr. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Also ich nehme es halt trotzdem. Weil die Dinger sind an für sich ja gut, aber in Paradise Falls haben wir die ja tatsächlich schon abgeliefert. So, hat er jetzt auch wirklich noch? Ja, tatsächlich. Minigun, Raketenwerfer, alles noch da. Finde ich super. Ich bin zwar gleich dann wieder überlastet, aber ich habe schön ordentlich Zeug hier eingesammelt. Finde ich gut. Finde ich gut. Leer gelootet, der Typ. So, dann um der ganzen Sache noch die Krone aufzusetzen. Na, lass los. Werde ich ihn natürlich auch nochmal auffressen. Sonst lohnt sich die ganze Geschichte ja nicht. Noch ein bisschen Karma verloren. Ja, mei. Lohnt sich doch wieder hier.
So ein kleiner Abstecher. Okay, alles klar. So, aber der zweite Raider ist mir immer noch... Da liegt hier drüben noch... eklige Suppe. Liegt hier drüben noch irgendwas? Nee. Keine Ahnung, wo der zweite hin verschwunden ist. Aber gut, lassen wir es mal gut sein. Und gehen zurück Richtung Garage. Denn das war ja unser eigentliches Ziel und ich wollte mich ja eigentlich auch nicht allzu sehr ablenken lassen. Aber hatte ich nicht? Ich war doch gerade mit dem einen... Ah, siehste? Ich wollte schon sagen, ich habe doch den einen gerade geschossen, als hinter mir alles explodiert ist. Ach komm. Wo wir gerade dabei waren. Stimmt, habe ich bei dem anderen jetzt vergessen. Bei dem anderen Raider, aber ist auch egal. Ich muss nicht jeden fressen. Ich muss nicht jeden zum Fressen gern haben. So. Also, zurück zur Garage. Und dann schauen wir mal, ob sich da der Zugang zu Vault 112 befindet, wovon ich eigentlich mal schwer ausgehe. Was ist das da drüben? Ist das auch ein Gebäude? Moment, welche Richtung ist das? Achso, ja, das kann gut möglich sein, dass in der Richtung auch noch was liegt. Beziehungsweise, ja, mehr oder weniger verrät mein Radar das auch. Aber wir sind ja jetzt erstmal hier und schauen uns hier weiter um. So, die Raider-Tussi hier hatte ich schon erledigt. Hier ist nichts drin. Wieso? Megaton ist doch ganz nett. Jedenfalls ist es das noch so lange, bis ich es in die Luft jagen werde. Irgendwann. In ferner Zukunft, wenn ich alle relevanten Dinge dort erledigt habe. Das heißt zum Beispiel die Überlebenshandbuch-Quests. Denn es wäre ja irgendwie blöd, meine eigenen Questgeber in die Luft zu jagen. Ach toll, die eine Flasche war jetzt wieder zu viel, weißt du? So, hier ist die Tür. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Okay, ich höre schon... Ah, da ist ein Viech. Ich hätte jetzt irgendwie gerade... Ich hatte mehr mit Ghoulen gerechnet, ehrlich gesagt. Und ich finde es ein bisschen creepy hier, aber nicht mehr als sonst, also von daher. Ach, ist eigentlich dumm, Munition zu verschwenden an eine dämliche Radkakerlake. Da kommt noch eine Maulwurfsratte. Habe ich eigentlich den komischen Stick noch? Den Maulwurfsrattenstick, der war da sehr praktisch, muss ich ja sagen. Minigun, Mismetron, nee, habe ich gar nicht mehr. Ich habe den gar nicht mehr. Habe ich den weggepackt? Oh, das ist ja ein Ding. Okay, was habe ich denn überhaupt an verschärftes Messer, Trennmesser? Habe ich nicht irgendwas Gröberes? Eine Powerfaust zum Beispiel? Komm, nehmen wir mal die... Ah, die Power... Na toll. Ich bin gar nicht so weit gekommen. Ich bin gar nicht besonders viel rangekommen in der Zeit. Da haben meine Begleiter das schon erledigt. Ja, warum sollte ich mich eigentlich... Warum sollte ich mir eigentlich die Hände schmutzig machen, wenn meine Begleiter das auch alles schön können? Dann nehmen wir wieder die Maschinenpistole in die Hand. Und den Rest regeln die Herren Begleiter. Achso, ich will gar nichts rausnehmen eigentlich. Ich will eher was reinlegen. Die schweren Sachen, damit ich die nicht mit rumschleppe. Das zum Beispiel und das. Die Sachen, die eigentlich nicht meine Waffen sind. Die ich eigentlich gar nicht so benutze und die vor allem nicht in bestem Zustand sind. Denn meine Waffen sind vorbildlich gepflegt. Würde ich sagen, die sind alle in hervorragendem Zustand. Und wenn sie es nicht sind, genau, daran sieht man das nämlich. Das ist mein Sturmgewehr und das ist das Sturmgewehr, das ich eingesammelt habe. Denn das ist in keinem sehr guten Zustand. Gut, das Trennmesser ist nicht in bestem Zustand, muss ich sagen. Aber ich habe auch kein zweites, um es zu reparieren. Deswegen bleibt mir da nichts anderes übrig, als es so zu nehmen, wie es ist. Okay, kann ich mich wieder bewegen? Ja, ich kann mich wieder bewegen. Also gehen wir direkt mal weiter. Die Kaffeemaschine ist wirklich eine Kaffeemaschine? Ja. Man muss ja damit rechnen, dass es irgendwelche geheimen Knöpfe daran gibt. Oh, was ist das? Eine Quantum? Ist das etwa eine Nuka-Cola-Quantum? Jawohl! Das ist dann die 17. Toll, jetzt habe ich gerade aufgehört, die Sturmgewehre, die chinesischen Sturmgewehre zu zählen. Jetzt muss ich die Nuka-Cola-Quantums zählen, die ich sammle und in etwa einen Überblick behalten. So, was haben wir hier Lustiges? Papa, bist du das? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass das unser Vater ist. Der Koffer ist leer. Oh, hier liegt was. Oh, was haben wir da? Die moderne Zuhaltung. Okay, das ist, glaube ich, Schlösser knacken. Und Schlösser knacken sollte ich schon auf 100 haben, soweit ich weiß.
Das heißt, ich kann damit nichts mehr anfangen. Aber wer noch eine Möglichkeit sucht, das Schlösserknacken zu verbessern, der findet hier offenbar die moderne Zuhaltung als Zeitschrift. Lieber wäre es mir natürlich, wenn ich Haarklammern finden würde, aber ich glaube, das sieht gerade mal wieder schlecht aus. Ich nehme aber die Kernspaltungsbatterie mit. So, hier sind nur Bleistifte. Den Rest sammle ich natürlich wie immer später ein. So, ihr habt euch schon gekümmert um alles, was hier so rumlag. Und kreuchte und fleuchte. Oh, ein Erste-Hilfe-Kasten. Bitte, bitte, bitte. Nein, keine Haarklammern, aber natürlich sonstiges interessantes Zeug, welches wir mitnehmen. So, aber ich bin gerade irritiert. Ich sehe nämlich zumindest gerade noch keinen ordentlichen Zugang zu irgendetwas anderem. Guck mal, ich wollte gerade noch sagen, in dem Regal lag eine Handbremse, eine Motorradhandbremse. Und ich wollte schon sagen, wo ist der zugehörige Motorrad-Benzintank? Denn in den allermeisten Fällen... Ah, da ist der Zugang, alles klar. Ich glaube, wir sind richtig. In den allermeisten Fällen kommen die Sachen immer im Doppelpack. Also meistens, wenn man irgendwo eine Handbremse findet, ist auch ein Benzintank nicht weit entfernt. Ich weiß gar nicht, warum. Ob das irgendwie Sinn macht, weil man die für irgendetwas vielleicht... Für irgendetwas, was gebastelt wird oder so, braucht man vielleicht beides. Und dann werden die einfach direkt im Doppelpack geliefert. Oder es scheint einfach logisch zu sein, dass Teile von Motorrädern zusammenliegen. Das könnte natürlich auch sein. Altmetall, yeah! So, ich nehme nicht direkt alles mit. Nur so ein paar Dinge. Altmetall zum Beispiel packe ich schon mal ein. Okay, das Terpentin kann hier überall stehen bleiben. So, hier ist etwas sehr Auffälliges und hier ist ein elektrischer Schalter. Benutzen wir den doch mal. Oha, guck mal einer an! So, meine Begleiter, würdet ihr mal euch um die Maulwurfsratten da kümmern? Ich meine, Maulwurfsratten sind jetzt nicht besonders anspruchsvolle Gegner. Das heißt, ich hoffe, ihr glaubt mir, dass ich mit den Maulwurfsratten auch alleine zurechtkommen würde und verzeiht mir deshalb, dass ich sie einfach meinen Begleitern überlasse, damit die auch ein bisschen in der Übung bleiben und so weiter. Also es ist nicht so, dass ich Angst vor den Maulwurfsratten hätte und mich deshalb davor drücke, sie zu bekämpfen, sondern ich gehe einfach davon aus, dass sie einfache Gegner wären und ich sie auch schaffen würde und deshalb erlaube ich mir, es sein zu lassen. Nur damit ihr das richtig versteht. So, ich schaue mal auf den Timer. Oh, ich habe ja schon wieder... Ich bin ja schon wieder... Aha, da kommt das nächste Viech. Ich bin ja schon wieder zwischen 20 und 30 Minuten, das heißt... ziemlich genau im Zielbereich, der zugegebenermaßen etwas groß ist, aber zumindest treffe ich ihn im Moment dann besser. Und ich würde sagen, an der nächsten Stelle, die sich anbietet, werden wir die Folge dann schon beenden. Leider, ich hatte eigentlich gehofft, etwas mehr zu schaffen. Genau, Tür zu nach Vault 112. Perfekt. Ich würde sagen, das ist doch schon genau die richtige Stelle, die sich da anbietet. Das bedeutet, wir würden in der nächsten Folge dann die Vault auch endlich mal betreten. Wie gesagt, ich hatte gehofft, dass ich soweit schon wäre. Ich wollte mich eigentlich ja in Gördershade schon gar nicht so lange aufhalten. Hatte gedacht, dass ich da nur kurz durchgehe und in der Folge eigentlich schon Vault 112 erreiche. Jetzt hat das alles ein bisschen länger gedauert als erwartet. Was aber eigentlich wiederum gar nicht unerwartet ist. Denn bei mir ist das eigentlich der Normalfall. Alles dauert etwas länger, als man denken würde. Traurig, aber wahr. Aber jetzt sind wir tatsächlich endlich hier. Vault 112. Hauptstory relevanter Questteil. Und ich bin gespannt, ob wir unseren Vater hier finden. Und ja, überhaupt, was wir hier finden. Was es mit Vault 112 auf sich hat. Was wir hier finden, wen wir hier finden, was wir erfahren und wie weit wir kommen. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute. Und sage mal, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Wo ist Jericho hin? Wo ist Jericho? Ach, der steht da. Schwarzer Mann in schwarzer Ecke. Ist natürlich ein bisschen fies. Okay, alle da, alle anwesend, alles super. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.